Hi Leute, ich hoffe euch geht's allen gut. Ich habe heute nochmal ein neues Girls Talk bzw. Frauen Talk Video. Und zwar werden wir uns heute mit einem Thema beschäftigen, was glaube ich sehr, sehr viele jetzt vor allen Dingen im Frühling und Sommer, also vor allen Dingen im Sommer, wenn wieder die Bikini-Zeit kommt, sehr interessiert. Und zwar geht es darum, wie man sich untenrum sehr gut, perfekt, ohne Irritation und ohne Rasierpickel rasieren kann bzw. enthaaren kann. Ich werde euch jetzt gleich einfach mal meine ganzen Tipps und Erfahrungen mitgeben und auch Produkte zeigen, damit ihr da auf jeden Fall in diesem Bereich keine Probleme mehr habt. Wenn ihr es gut findet, dass ich so offen über das Thema rede, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr jetzt auf Daumen nach oben klickt. Damit unterstützt ihr mich einfach. Ihr kriegt dafür kein Geld oder so, aber einfach so freue ich mich wirklich sehr darüber. Und wundert euch übrigens nicht, wenn ich im Folgenden immer sage, untenrum oder der Bereich da unten und keine anderen Begriffe nenne. Das hat nichts damit zu tun, dass ich diese Begriffe nicht nennen will. Ich würde sie sehr gerne aussprechen. Aber wie wir alle wissen, ist YouTube da so ein bisschen streng geworden in letzter Zeit. Und sieht es nicht so gerne, wenn man diese Begriffe benutzt. Sagen wir es mal so. Ich muss ja übrigens sagen, dass eigentlich ihr mich auf diesen Videotitel oder diese Videoidee gebracht habt, weil mich ganz, ganz viele von euch auf Instagram, falls ihr mir noch nicht folgt, ich heiße da Laura Joelle, da haben mich ganz, ganz viele von euch per Direktmessage gefragt, wie ich es denn schaffe auf meinen Bikini-Fotos, dass das da unten so glatt aussieht, beziehungsweise ob das bearbeitet ist, ob ich wirklich gar keine Rasierpickel habe und so weiter. Und ich muss euch sagen, nein, ich habe wirklich keine Rasierpickel und auch keine Rötungen. Und ich hoffe wirklich sehr, dass meine Routine euch sozusagen gleich dann das gleiche Ergebnis bescheren wird. Sagen wir es mal so. Okay, aber wie gesagt, wenn ihr mir noch nicht folgt auf Instagram, dann würde ich mich sehr freuen, da heiße ich Laura Joelle. Okay, aber jetzt legen wir los. Und zwar... So, als erste Sache natürlich mal ganz vorneweg, jeder Mensch kann das individuell entscheiden, jede Frau auch natürlich, ob sie sich rasieren möchte oder nicht. Also fühlt euch jetzt nicht gezwungen, nur weil ich jetzt so ein Video drehe, dass ihr dann sagt, oh Gott, jetzt muss ich mich aber auch unbedingt da enthaaren, obwohl ich es eigentlich gar nicht will. Auf gar keinen Fall. Also macht das niemals für jemand anderen, außer für euch selbst. Ich habe ja gerade auch schon von Rasieren gesprochen, aber natürlich gibt es neben dem Rasieren auch noch andere Methoden, wie zum Beispiel Wachsen, Sugaring, Lasern, Epilieren. Diese Methoden sind jetzt, glaube ich, so die geläufigsten. Ich persönlich habe auch einmal Wachsen habe ich ausprobiert. Aber ich weiß auch nicht, ich glaube ehrlich gesagt, jeder Mensch ist da anders, jeder bevorzugt eine andere Methode. Das kann man alles meistens nur sehen, indem man das selbst einfach mal ausprobiert. Ich persönlich bin dann irgendwie immer wieder am Ende nach meinen Experimenten zum klassischen Rasierer zurückgekommen. Aber falls ihr vielleicht sagt, euch gefällt das mit dem Rasieren gar nicht, ihr habt das schon ausprobiert, dann probiert doch auf jeden Fall einfach mal eine andere Methode aus. Also wie gesagt, es gibt genug. Könnt ihr euch ja einfach mal dann im Internet schlau machen oder auf YouTube gibt es auch sehr viele Tutorials dazu. Es wäre an der Stelle auch mal sehr interessant zu wissen, welche Methode ihr denn aktuell schon benutzt. Schreibt mir das mal in die Kommentare, da können wir uns auch so ein bisschen austauschen. Da ich persönlich aber wie gesagt sehr gerne den Rasierer benutze, zeige ich euch jetzt auch gleich meine Routine mit dem Rasierer, beziehungsweise ich erkläre sie euch. Also ganz wichtig, wenn ihr euch für einen Rasierer entscheidet, dann wirklich schon mal die allerwichtigste, also eine der allerwichtigsten Sachen wirklich, sucht euch einen Rasierer aus, der mehrere Klingen hat. Dieser Rasierer jetzt hier, das ist jetzt von Gillette, dieser lilane, das ist jetzt auch keine Werbung, den mag ich persönlich wirklich nur einfach sehr gerne. Ich finde, die Gillette-Rasierer sind alle sehr gut, aber speziell dieser Rasierer hier hat insgesamt 5 Klingen. Und das ist wirklich schon eine gute Anzahl, damit kann man gut arbeiten, kann man sagen. Also wirklich, der ist sehr, sehr, sehr schön scharf. Ich persönlich würde euch abraten, zum Beispiel solche Einwegrasierer zu benutzen. Ich habe jetzt die auch mal hergeholt. Die sind jetzt von Valea. Und da steht zwar sogar drauf, 3 Klingen. Und man könnte so denken, 3 Klingen ist doch gut, besser als eine. Aber ich finde ehrlich gesagt nicht, dass die gut funktionieren. Also mit solchen Rasierern würde ich ehrlich gesagt, glaube ich, auch Rasierpickel kriegen, beziehungsweise habe es, glaube ich, auch in der Vergangenheit. Das sind ja auch alles Erfahrungen, die ich gemacht habe und dann bin ich sozusagen zu dieser perfekten Routine gekommen. Also auf jeden Fall schon mal Schritt 1, sucht euch einen Rasierer mit vielen Klingen. Der zweite Tipp ist, wenn ihr zum Beispiel schon einen Frauenrasierer ausprobiert habt mit 5 Klingen und sagt, der funktioniert für euch trotzdem nicht, dann testet doch einfach mal einen Männerrasierer aus, denn das habe ich schon ganz, ganz oft gehört. Die Männerrasierer sind grundsätzlich, glaube ich, schärfer oder haben sogar noch mehr Klingen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich habe es wirklich schon sehr oft gehört, dass Männerrasierer bei vielen Frauen
die Probleme haben, besser funktionieren als Frauenrasierer. So, als nächstes die Frage, wo rasiert man sich? Man kann sich natürlich unter der Dusche oder auch in der Badewanne rasieren. Ich habe schon gehört, dass viele es sogar in der Badewanne bevorzugen. Einfach aus dem Grund, weil man da halt, wenn man da so liegt, besser an alle Bereiche rankommt als unter der Dusche. Sagen wir mal so. Es ist auch einfach wahr. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe keine Zeit, jeden zweiten oder dritten Tag zu duschen. So oft rasiere ich mich da nämlich. Ist vielleicht auch nochmal so eine Sache, die ihr auch berücksichtigen könnt, wenn ihr auch Rasierpickel kriegt. Nicht zu oft rasieren, das ist in diesem empfindlichen Bereich manchmal echt so ein bisschen schwierig. So, und dann jetzt zur Routine unter der Dusche beim Rasieren. Verwendet auf jeden Fall immer Rasierschaum. Also Rasierschaum oder Rasiergel besser gesagt, ist, finde ich, wirklich auch das A und O. Also ohne Rasiergel, wenn ich jetzt einfach nur mit Wasser und dem Rasierer da drüber gehen würde, dann würde das da auch ganz schön brennen, sagen wir es mal so. Also das wäre nicht gut, auf jeden Fall. Deswegen auf jeden Fall Rasiergel. Ich benutze da immer einfach so ein günstiges hier von Balea. Das tut auch total seinen Sinn und Zweck. Und dann zum Rasieren, zum Ablauf. Wenn ihr mit dem Rasierer da unten gegen die Haarwuchsrichtung geht, ne? Also sagen wir mal von unten nach oben, dann kann das zwar glatter werden im Endeffekt, aber es können auch so viel schneller Hautirritationen entstehen, weil die Haut da halt wie gesagt so sensibel ist und wenn ihr dann auch noch gegen die Haarwuchsrichtung rasiert, dann ist es wirklich nicht gerade optimal. Deswegen mein Tipp, rasiert ruhig immer mit der Haarwuchsrichtung. Und es ist trotzdem mega schön glatt, kann ich euch sagen, also macht euch keine Sorgen. Auch sehr wichtig, wenn ihr den Rasierer für einen Monat ungefähr benutzt habt, dann denkt auf jeden Fall daran, die Klingen zu wechseln. Ich mache das wie gesagt einmal im Monat, weil man merkt dann schon, dass die Klingen so ein bisschen stumpfer werden mit der Zeit. Und außerdem können sich da auch Bakterien drin ansammeln und das führt dann natürlich noch mehr zu Hautirritationen. Deswegen einmal im Monat wechseln. Und wenn ihr grundsätzlich Probleme mit eingewachsenen Haaren habt, dann kann ich euch auch sehr empfehlen, ein Peeling zu benutzen, ein Körperpeeling. Ich glaube, bei DM gibt es auch sehr, sehr gute, da könnt ihr einfach mal gucken. Also einfach mit einem Peeling davor oder regelmäßig bei jedem Duschen ein Peeling da verwenden, aber auch ein sanftes. Dann werden auf jeden Fall auch eingewachsene Haare vorgebeugt. So, und wenn ihr diese ganzen Sachen gemacht habt und dann halt aus der Dusche steigt, dann ist natürlich trotzdem noch wichtig, dass es ein empfindlicher Bereich ist und ihr nicht jetzt mit dem Handtuch da wild drüber reiben solltet. Also das ist auf jeden Fall auch schlecht. Versucht einfach viel besser mit einem Handtuch das nur so abzutupfen. Und als letzten Step, super wichtig, aber es kommen gleich noch weitere Tipps, als letzten Step in dieser Routine Bodylotion. Feuchtigkeitslotion ist wirklich das A und O. Also ohne Feuchtigkeitslotion würde das bei mir da, glaube ich, auch alles richtig ausrasten. Also das brauche ich auf jeden Fall. Ich glaube, ihr wisst es alle mittlerweile, ne? Meine Lieblings-Bodylotion ist diese hier von The Body Shop, die Mango Body Butter. Aber es ist jetzt, wie gesagt, nur ein Beispiel, aber oh, die hat auch ganz viele natürliche Inhaltsstoffe, riecht richtig gut und die vertrage ich da unten sehr gut. Ich würde euch aber auf jeden Fall empfehlen, eine Bodylotion zu benutzen ohne Alkohol und ohne starke Parfümzusätze, weil das da unten einfach auch dann viel zu stark ist. Also ich hatte mal eine Bodylotion von Victoria's Secret, die hat mega geil gerochen, aber da war auch Alkohol drin und das hat gebrannt wie Feuer, ich sag's euch. Also das war auch nicht gut. Und noch ein anderer sehr guter Tipp, falls ihr doch aus irgendwelchen Gründen mal Rasierpickel oder Rötung haben sollt, dann kauft euch mal diese Bepanthen-Creme, Wund- und Heilsalbe. Dann cremt die Stellen einfach ein bisschen mit dieser Creme ein und ich sag euch, das hilft Wunder. Wenn ihr jetzt zum Beispiel aber sagt, dass ihr generell gerne mal ein paar neue Produkte ausprobieren wollt für den Bereich da unten, dann kann ich euch so ein Set verlinken. Das habe ich auf Amazon gefunden. Das hat auch sehr gute Bewertungen. Rasierschaum enthalten, eine Bodylotion und auch ein Intim-Waschgel, also sozusagen so ein richtig kleines, gutes Set, um da perfekt ausgestattet zu sein. So, und last but not least, ein Punkt, der auch sehr, sehr wichtig ist, wenn ihr fertig seid mit allem und euch schön eingecremt habt, dann zieht man sich ja normalerweise etwas an. Aber bitte nicht sowas. Also bitte, bitte, bitte keine Spitzenunterwäsche. Denn Spitzenunterwäsche, das ist ja schon eigentlich logisch, das kratzt ja alleine schon jetzt, wenn man es in der Hand hat. Und das kann halt dann da unten natürlich auch total schnell zu Rötungen führen und den ganzen Bereich, der ja eh gerade schon sehr sensibel ist, aufscheuern.
Deswegen weg damit. Heute ist keine Sexy Time. Ihr müsst ein paar Stunden drauf verzichten. Packt lieber wirklich eure Oma-Unterwäsche aus. Oh, sagen wir es mal so ganz ehrlich, Leute, es ist wirklich die Sache wert, wenn ihr eine schöne Baumwollunterwäsche habt. Ich meine, so schlecht sieht die jetzt auch nicht aus, ne? Dann könnt ihr die wirklich einfach mal anziehen für diesen Tag, für diesen Abend. Und es wird sich wirklich lohnen, ich sag's euch. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Das waren jetzt alle Tipps und vor allen Dingen hoffe ich sehr, dass es hilfreich war, dass es eure Fragen beantwortet hat. Und dass wir alle in den Sommer starten können und in die Bikini-Saison und uns keine Sorgen mehr machen müssen. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen habt, welche Methode ihr benutzt und so weiter. Außerdem verlinke ich euch hier am Rand noch meine zwei letzten Videos. Die Links findet ihr auch in der Infobox. Meine Videos kommen wie immer jeden Mittwoch und jeden Sonntag online. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und freue mich schon auf mein nächstes Video mit euch. Ciao!